Ja, hi mein Schmatze, du hörst also auf, machst lieber Skispringen-Kommentator, als dass du bei uns in der S.Oliver Tourenhölle auf dem Parkett stehst. Schade, hat mich natürlich nicht sehr gefreut, als ich das hören musste. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute auf deinem weiteren Weg. Mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen, da du ja der Einzigste neben meinem Vater warst, der mich immer Junge genannt hat, wie du es liebevoll immer beim Einlaufen getan hast. Ist das natürlich für mich jetzt auch ein wichtiger Schritt, der mich nämlich endgültig ins Erwachsenenleben so wirklich befördert. Und ja, ich werde dich in guter Erinnerung behalten. Mach's gut, hau rein.